Herzlich willkommen zu den Gedanken zum Advent heute am 3. Dezember 2022. Die Losung für den heutigen Tag steht im Psalm 102, die Verse 20 und 21. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Und dazu aus dem Johannesevangelium im 8. Kapitel der Lehrtext. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Bei diesem Psalmwort kommen wir natürlich zuerst die ganzen Konflikte dieser Zeit in den Kopf. Da ist natürlich dieser unselige Krieg in der Ukraine, der so viele Menschen leiden lässt, wo es Gefangene gibt, wo so viele Menschen seufzen und leiden und keiner versteht, warum es das überhaupt gibt. Und das sind dann natürlich auch die Kinder des Todes, diejenigen, die dem Tod ins Auge schauen. Und da haben wir ja noch viel mehr im Moment auf unserer Welt. So viel ist in Bewegung. Ich denke auch an die Menschen im Iran, die um ihre Freiheit jetzt kämpfen. Oder auch in China, die aufbegehren gegen die Repressionen ihrer Mächtigen. Es ist so viel in Bewegung in unserer Welt. Und immer wieder kommt es durch, dass die Menschen letztlich nach Frieden und nach Freiheit streben und nicht nach der Auseinandersetzung. Und da ist es doch schön zu wissen, dass Gott selber genau das auch will. Er schaut auf uns Menschen herab und er ist derjenige, der uns letztlich befreien kann. So wie es auch dann der Lehrtext eben sagt. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Natürlich geht es da eher um eine theologische Frage, nämlich um die Freiheit von dem, was uns belastet, von unseren Sünden und all diesen Dingen. Aber ich sehe im Moment eben das Aktuelle, die Freiheit von dem, was uns aufgezwungen wird, von mächtigen Menschen, Gewalt, Krieg, Leid und das, was wir brauchen eigentlich, nämlich Gemeinschaft, Zusammenhalt und nicht dieses Auseinanderdriften in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt, sondern zu schauen, was ist das, was wir miteinander bewegen können. Die Klimakonferenz in den letzten Wochen hat uns ja auch gezeigt, dass das noch ein ganz, ganz langer Weg ist, um die Probleme zu lösen, die jetzt eigentlich dran sind. Für uns Christen bleibt da immer natürlich auch die Hoffnung, dass wir eben nicht alleine sind. Gott schaut auf uns. Er ist derjenige, der für uns da ist und Christus ist der, der uns frei macht, das zu tun, was jetzt dran ist. In diesem Sinne, Gott befohlen. Und bleibt gesund.